Nach der Sommerzeitumstellung bin ich persönlich immer mit. Geht es Ihnen auch so? Gegen Frühlingsmüdigkeit kann man allerdings etwas machen, wie der nächste Einspieler zeigt. Wir sind in der Schlossapothek zu Laupen im Städtli. Das ist ein Ort zwischen Freiburg und Bern. Es geht über Frühlingsmüdigkeit um eine Umstellung. Tage werden länger, Nächte werden kürzer. Der Melatoninstoffwechsel wird verändert und spielt hier offenbar auch mit der Rolle. Ich empfehle euch, regelmässig zu schlafen, viel bewegen, Sport treiben und ganz wichtig ist eine gute Ernährung. Besonders gut helfen Gemüse wie Rüebli, Lauch, Brokkoli, Herdöpfel oder von den Früchten her Orangen, Bananen, Äpfel, all die vitaminreichen Sorten wie zum Beispiel auch Kiwi oder den nicht vergessen Nüsse und Linsen. Das sind genau die Nahrungsmittel, die helfen, dass der Säure-Basen-Haushalt nicht auf die saure Seite kippt und damit die Verdauung aber optimal funktioniert. Mir persönlich hilft eine positive Einstellung, ein Griff in farbenfrohen Kleiderschrank und ab in die Sonne.